liebe Schwestern, liebe Brüder, haben dann doch alle recht, wie sich das in den letzten Jahren immer deutlicher hier bei uns zeigt, die das Christentum lediglich als eine Art Ethik, als eine Art Verhaltensreligion bezeichnen. Haben die recht? Wer braucht noch Liturgie? Wir haben es ja eben gehört. Wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zerbrochen? Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Eure Opfer sind mir zuwider. Man könnte sich auf Jesaja 1, auf das erste Kapitel, der Prophet beginnt so. Man könnte sich darauf berufen. Aber die Frage ist, versteht man diesen Text dann wirklich richtig? Dann weg mit dem, damals Jesaja mit dem Tempelkult, das ist alles Firlefanz, weg, sonst gefälligst anständig benehmen, dann ist gut. Das sagen wir heute auch viele. Wer braucht Liturgie? Wir sehen es ja im Gottesdienstbesuch. Braucht ja niemand mehr. Viele sagen, in die Kirche gehen, ich bin eigentlich ein anständiger Mensch. Ja. Und das nennen wir dann Christentum. Ich glaube, man geht genau haarscharf am Text vorbei, wenn man ihn so versteht, so verführerisch das ist, dieses Verständnis. Denn es geht ja nicht darum, den Tempelkult abzuschaffen. Jesaja sagt hier nicht im Auftrag Gottes, mach den Tempel zu, habe ich nichts mit zu tun. Kenne ich gar nicht, Tempel in Jerusalem. Ist mir vollkommen unbekannt, ist mir auch egal. Das steht hier nicht. Worum es geht, ist der springende Punkt einer Übereinstimmung. Dass ich nicht auf der einen Seite mich in den Tempel stellen kann und Opfer darbringe und räuchere und Gott lobe und preise, vor ihm niederfalle und ständig in den Tempel gehe und auf der anderen Seite ein Leben führe, das aber auch nicht überhaupt keine Schnittmenge aufweist, überhaupt nicht übereinstimmt. Denn der Sinn der Liturgie ist ja, und das ist im Alten Bund vorgezeichnet, dass sie uns umbildet auf Gott hin, dass sie uns prägt, dass wir sozusagen durch und in der Liturgie zu Ikonen Gottes werden, die dann in der Welt wirken und die Welt durchsäuern, wie es Jesus sagt, oder Salz der Erde sind. Aber wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, man kann das ja bei uns auch beobachten. Etwa in unserem Bistum wird im Moment eine Synode durchgezogen und die Ergebnisse, und das betrifft jede Pfarrei, jede Gemeinschaft, aber der Trierer Dom feiert seine Liturgie wie vor 40 Jahren. Ich habe nichts gegen diese Liturgie. Aber da stimmt irgendetwas nicht überein. Das hat den Eindruck, in Trier haben sie ihre Spielwiese, aber der Rest muss sich ändern. Das ist so ein Beispiel. Für etwas, was nicht geht, was nicht übereinstimmt. Und ich denke, wenn wir bei uns selber schauen, finden wir viele Dinge, die wir hier sagen, die wir gerne singen, wie wir uns hier verhalten. Und dann in unserem sogenannten Privatleben, das es für einen Christen gar nicht gibt. Weil er hat nur eins. Und zu diesem Leben gehört eben alles. Das Lob Gottes, die Liturgie und das normale Verhalten. Wenn es hier keine Berührungspunkte gibt, können wir nie von geistlichem Leben sprechen. Denn das ist ja der Sinn des geistlichen Lebens, dass es miteinander zu tun hat. Das ist der Sinn von Spiritualität. Dass unser normales Leben, unser 0815-Leben, vom Aufstehen morgens bis abends zu Bett gehen, beatmet ist, durchatmet ist vom Evangelium, vom Geist Gottes. Darum geht es. Und genau das ist dieses prophetische Scheltwort, das wir heute gehört haben, auf das Gott abzielt. Wenn die Übereinstimmungen fehlen, Gott weiß um unsere Schwächen, dass wir das vielleicht nicht immer schaffen, dass wir das Ideal nicht immer erreichen. Das weiß Gott. Das müssen wir ihm gar nicht sagen. Wir können es ihm auch nicht vorenthalten. Aber das Bemühen darum muss da sein. Wascht euch, reinigt euch, lasst ab von eurem üblen Treiben. Die Übereinstimmung unseres normalen Handelns und Denkens mit dem, was wir hier tun, woran wir können das noch klarer sagen, teilnehmen dürfen, in das wir hineingezogen sind, nämlich in das Heil, das Gott wirkt in dieser Welt, in die himmlische Liturgie, wenn wir so wollen.
Diese Übereinstimmung, nach der müssen wir uns ausstrecken und um sie bemühen, damit uns dieses Wort nicht trifft.